Da ist der Mirror Beam schon wieder. Ja, Gott weiß warum. Nehmen wir ihn doch einfach nochmal mit. Ist danach unsere Energie wieder voll? Jetzt ist sie so um ein Viertel weg. Ja, sie ist in der Tat wieder voll. Geile Scheiße. Okay, das bringt zumindest doch was. Aber ganz im Ernst. Soll ich jetzt mal auf der anderen Seite hochgehen? Ich gehe jetzt mal auf der anderen Seite hoch. Vielleicht ist das ja irgendwie spannender. Aber den Checkpoint so asozial zu setzen, das ist wirklich schon nicht mehr lustig. Das ist ja schon Vorsatz. Hier nehmen wir wieder unsere Cut-Attacke und töten das Viech da. Warum ist da eigentlich eins? Man kann ja einfach... Ach, was soll's, ich stell's dir in Frage. Einfach weiter. Normalen Beam wieder und weiter. Hier war Strom, glaube ich. Drunter. Und an dem ersten Blitz vorbei. Vor den zweiten... Ah, natürlich, den zweiten Blitz in die Fresse kriegen. Danach den ersten Blitz in die Fresse kriegen. Und wieder runterfallen. Nee, ganz im Ernst, ich werde jetzt nicht noch ein Leben verlieren. Und das ist keine Frage, ob ich noch ein Leben verliere. Ich werde kein weiteres Leben verlieren. Was ist das denn? Mann, warum ist der zweite länger als der erste? Es ist doch länger als der erste, oder? Ach, keine Ahnung, gehen wir einfach hoch. Irgendwas sagt mir, der Weg auf der Innenseite wäre schöner gewesen. Da ist noch mehr Strom, oder? Natürlich. Nein, ich werde hier nicht... Moment. Bleib schön, wo du bist, du kleines Mistviech da drinne. Ich werde jetzt nicht nochmal runterfallen. Schnell weiter. Opa! Okay. Wir sind wieder oben. Wir haben noch die Hälfte unseres Lebens, unserer Lebensenergie. Und noch zwei Leben. Toll. Wir dürfen jetzt nicht runterfallen. Und was wir auch nicht dürfen, das ist... Oh. Wobei doch, wir dürfen beim Boss ein Leben verlieren. Ja, komm, Mega Man, komm. Scharre dich nach vorne. Wunderbar. Beim Boss ein Leben verlieren, das wäre jetzt... Das wäre in Ordnung. Insofern wir beim Boss auch wieder gespawnt werden. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich hoffe es einfach mal. Hier war Strom. Wir müssen irgendwie dieses dicke Viech besiegen. Irgendwie das dicke Viech. Oder daran vorbei. Mach einen hohen Sprung. Das ist ein hoher Sprung. Nein! Ah! Ey, aber das ist... Jetzt mal ganz ohne Ernst. Ach, ganz ohne Ernst. Ich meine, ganz ohne Witz. Das ist richtig asozial, da so diese fette Sau dahinzustellen. Und nein, Leute, ich reg mich noch nicht auf. Ist alles gut. Ich weiß, ich werde mittlerweile langsam heiß, aber das hat andere Gründe. Das ist hier einfach nur die niedrige Luftfeuchtigkeit. Geh weg. Geh, nein. Geh bloß weg. Geh bloß weg. Aber das ist wirklich, das ist total asozial, da so ein fettes Mistviech hinzustellen. Ich bin auf meinem letzten Leben. Ah, super. Schnell hoch. Oh Gott. Man hat dafür wirklich eine Millisekunde, um daran vorbeizukommen. Danke. Oh. Puh. Ich darf jetzt eigentlich nicht mehr getroffen werden, weil... Oh, oh, hier waren auch nochmal diese scheiß UFOs. Nee, ganz ohne Witz. Ich krieg das Kotzen. Ich kriege hierbei echt das Kotzen. Ich reg mich aber nicht auf. Nein. Ich darf beim Boss jetzt nicht allzu oft getroffen werden. Wir haben hier... Ist das Alec Man? Ich glaube, ja. Ich nehme wieder die Innenseite. Die Innenseite ist schöner. Wobei, Moment. Ich glaube, erst ist die Innenseite leichter. Und dann ist die... Nee, erst ist die Außenseite leichter. Und dann die Innenseite. Ich werde es beim nächsten Mal einfach so versuchen. Ja, Leute, ich mache mir schon Gedanken um das nächste Mal, weil... Ich kenne noch nicht mal das Bewegungsmuster des Bosses und ich muss jetzt gegen ihn antreten mit halb voller Energie. Die kommen gleich runter. Kommt runter. Genau. Und dann geht kaputt. Kommt hier hoch. Ah, la, 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 la. Oh Gott, oh Gott. Komm runter, Kollege. Genau, komm runter. Und... Oh, sehr gut. Der steht nicht mehr auf. Mirror Beam. Vor allem, ich glaube auch, dass das hier die leichtere Variante ist. Toll, scheiße. Die leichtere Variante sein soll, weil... Ja, ich meine, hier kommen wir nur mit dem Mirror Beam hoch. Moment mal, der Mirror... Moment mal. Der Mirror Beam. Kann ich mit dem Mirror... Erstmal geht das? Okay, das geht auch. So spart mir schon mal das. Aber komme ich mit dem Mirror Beam an dem Scheißviech da oben vorbei? Das weiß ich gerade nicht. Hopp, hopp. Nee, ich komme daran nicht vorbei, weil der ist schneller als ich. Ich muss ihm einfach nur ausweichen. Ich muss den richtigen Punkt finden, um ihm auszuweichen. Ja, genau so. Wiedersehen. Ich will dich gar nicht besiegen.
Ich will gar nicht gegen dich antreten. Du kannst mich mal ganz gepflegt am allerwertesten kleiden. Ich will einfach nur weg. Gut, die Boss-Tür. Ist hier noch ein Gegner? Strom ist hier, oder? Oh, natürlich ist hier noch Strom. Wie lange ist der Strom da? Nicht so lange. Und hoch. Einmal noch. Noch ein Stück höher. Und vorbei. Okay. Ach, natürlich noch drei. Immer ganz im Ernst. Länger hätte ich die Stage nicht mehr machen können, oder? Oh, ein hoch. Und nicht runterfallen. Und weiter. Nein! Boah. Der verdammte Letzte. Ich war zu ungeduldig. Ich darf nicht so ungeduldig sein. Mega Man, sei nicht so ungeduldig. Mega Man, halte die Haltung. Danke. Hier ist der Boss oder was? Moment mal, ich... Moment, ich bin noch gar nicht bereit. Ich will ihm Steine in die Fresse klatschen. Gutsman, ist das G? Ja, wahrscheinlich ist das G. Oh, oh. Das macht irgendwie voll zu wenig Schaden. Oh, nee. Oh. Okay, nochmal den ganzen Scheiß. Ey, weil ich zweimal an diesem fetten Mistviech da oben verreckt bin, ist das euer Ernst? Haben wir noch die Mirror Beam? Wir haben ihn noch, dankeschön. Okay, spielen wir nochmal diese wundervolle Stage. Diese Stage ist echt schwierig, irgendwie. Sie ist schwer, weil sie nach oben geht. Das ist eigentlich das Schwierige, weil man kann ja bei jedem Scheiß wieder runterfallen. Und das... Das sagt Donkey Ass, ganz im Ernst, das ist nicht schön. Aber wir werden ja geskillter. Zumindest gehe ich davon aus, dass wir geskillter werden. Wobei, was heißt wir? Der Einzige, der möglicherweise geskillter wird, das bin ich. Wobei, ja gerade nicht, oder? Versuchen wir es einfach. Bisher habe ich noch keine Lebensenergie verloren. Moment mal, hier waren jetzt wieder diese widerlichen Helikopter. Moment, ich bin so dumm. Sofort diesen Beam. Genau, weil die unteren sterben dann dadurch sofort. Ja, und ich werde getroffen. Geh wieder nach oben, geh wieder nach oben, geh wieder nach... Natürlich schießt der erst, bevor er wieder nach oben geht. Dann verpisst er sich. Ganz ruhig, Mickey, ganz ruhig. Du musst nur bis zum ersten Savepoint kommen und dann irgendwie noch bis zum zweiten Savepoint und dann bis zum Boss und... Oh! Drei sind tot. Tot! Tod an Ungläubigen. Seid ihr ungläubig? Ihr seht so aus. Schnell weiter. So geht das. So ist das machbar. Und so kommt doch unser lieber kleiner Unterhosenwichtel Mega Man auf die andere Seite. Ach nee, hier gab's diese Scheiße, oder? Oh, super. Na, ich trau mich nicht und dann falle ich runter. Das ist so zum Kotzen. Oh. Allein schon deswegen, wegen dieser Stelle hier, ist dieses Spiel... Oder dieses... Nein! Und er kriegt den Winkel nicht, dass er noch irgendwie sich oben hält. Ey, das ist ein Scherz. Ich hab gesagt, es wird kein Rage-LP. Leute, darauf würde ich mich nicht unbedingt verlassen. Nee, ganz im Ernst, warum gerade Gutsman als erstes? Gutsman ist irgendwie scheiße. Oh, und ich verpasse es auch noch. Okay, das habe ich bekommen. Warum gerade Gutsman? Ich glaube, ich gehe gleich doch eher zu Iceman. Okay, ich muss die Stages sowieso alle spielen und die werden nicht leichter. Ganz im Gegenteil, sie werden eher... Ja, im Gegenteil auch nicht, aber... Oh, leck mich doch, fetter Marsch. Oh, geh kaputt. Danke. Schnell nach oben. Das kann doch nicht sein, dass ich so krass an dieser Stage hier faile. Ich meine, ja, es ist ein schwieriges Spiel, aber... No! Moment mal, kann ich... Das geht nicht, oder? Nee, das geht, glaube ich. Oh, lalala. Jetzt! Und hoch! Einfach weg! Einfach weg, scheißegal! Und? Komm schon, los! Hoppeln wir im Häschen-Style auf die andere Seite. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir gerade tun können. Es sieht unglaublich scheiße aus, aber es bringt was.
Hier oben war unser erster Safe Point, oder? Okay, aber Leute, seien wir ehrlich. Ich werde auf dem Weg nach oben ohnehin sterben. Weil ich habe fast kein Leben mehr. Ich werde jetzt da reinspringen. Ja. Und mir die Lebensenergie holen. Entweder ich sterbe beim Versuch, da wieder rauszukommen, oder nicht. Okay, reingekommen bin ich schon mal. Jetzt muss ich hier nur noch... Oh, Moment, ich bin so dämlich. Ich habe doch mein Mirror Beam. Ich komme auf jeden Fall wieder raus. Oder auch nicht. Okay, diese LP kann Nerven kosten. Diese LP kann Nerven kosten. Da benutze ich schon den Mirror Beam und verrecke ich trotzdem. Ach Gott, wie erbärmlich. Ja, ist ja egal. Wir haben noch zwei Leben. Und wenn ich jetzt bis zum Boss komme und irgendwie überlebe... Ich glaube, direkt beim Boss ist ein weiterer Save Point. Ach nein, hier... Nein! Nicht die... Nein! Nein! Oh, nicht die Viecher schon wieder. Um Gottes Willen. Wenn ich da irgendwie überleben sollte, ich glaube, beim Boss direkt ist ein Save Point. Wenn nicht, dann... Lalalala. Wenn nicht, dann verklage ich Capcom einfach. So einfach ist das. Ja, okay, die scheren sich direkt darum, ob ich mich darüber beschwere oder nicht. Vor allem für ein Spiel, was vor 28 Jahren gemacht wurde. Da besch... Oh nein! Die waren hier nochmal. Einfach hoch. Einfach... Das darf nicht wahr sein. Ich glaube, ich hasse diese Augen-UFOs. Ich glaube, ich hasse sie. Nein, ich bin sicher, dass ich sie hasse. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt Gutsman Ability gegen Mirror Beam eintauschen. Einfach. Einfach, weil mir das wichtiger ist. Zap, weg. Zap, weg. Zap, weg. Und Mirror Beam wieder voll. Danke. Oh. Diese Stage ist ermüdend. Moment. Nee, 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 nee. Das taucht wieder auf? Interessant. Nicht, dass man das nur einmal braucht, aber was soll's. Ich gehe lieber hier hoch, weil das ist mir, glaube ich, echt lieber. Und hoch. Wenn er weg ist... Oh, leck mich doch am Arsch, Mensch. Ich meine, wenn er weg ist, dann habe ich noch minimal die Chance, es zu realisieren, bevor ich getroffen werde. Bedeutet, ich habe einen kleinen Moment, ich sehe, jetzt ist er weg und dann kann ich hoch. Sprich, Reaktionsphase und weiter. Genau, so geht das. Ich habe so ein bisschen Reaktionszeit. Hä? War der Gutsman-Scheiß da eben auch? Ja, möglich. Oh, komm doch runter, du. Oh, komm. Oh, ja, der andere hat schon richtig gemacht. Der andere ist einfach mal direkt in den Tod gesprungen. Und er hat mir Lebensenergie gegeben. Oh, danke. Wenigstens seid ihr beide auf meiner Seite. Der eine bringt sich selber um und der andere hilft mir. Bums. Dankeschön. Mirror Beam. Und... Hoch. Okay. Jetzt wird's wieder ernst. Der zweite Abgrund, den werde ich mit dem Mirror Beam überwinden. Was? Oh, Mickey, denk nach, bevor du redest. Überwinden. Den werde ich mit dem Mirror Beam überwinden. Zap. 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 Und hoch. Genauso. Da ist noch einmal jetzt Strom. Und danach muss ich noch diesem komischen Mistviech ausweichen. Wobei, ich glaube, er kann mich sogar einmal treffen. Jetzt. Noch den Mistviech ausweichen. Mach einen hohen. Genau. Ah, scheißegal. Nein, scheißegal. Nein. Oh, rein da. Rein da. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, hier drin ist ein Safe Point. Ich meine, das hoffe ich, dass hier drin ein Safe Point ist. Wechseln wir unsere Ability und gehen hoch. Wir haben wieder minimales Leben nur noch über. Reaktionszeit weiter. Reaktionszeit weiter. Reaktionszeit und weiter. Okay, das gleiche nochmal. Reaktionszeit weiter. Reaktionszeit weiter. Ausgewogene Kommentierung weiter. Okay, wir haben es geschafft. Okay, ich hasse es. Nee, du, wir sind oben. Ich glaube, ich will die Steine gar nicht benutzen. Wobei, die liegen im Weg, oder? Ich bin doch ohnehin gleich tot. Das mache ich mir darüber Gedanken. Okay, ich kann austesten, was gut gegen ihn hilft. Ich habe nur Cut als andere Scheiße. Yo, Cut hilft ohne Gnade. Cut hilft ohne... Okay, ich bin tot, aber ohne Scheiß. Cut hilft gegen dieses Mistviech ohne Ende. Man kann ihm echt die Leitung kappen. Und ja, ich werde hier wieder geboren.
Super Sache. Ich glaube, er ist tot. Nehmen wir schon mal die Cutman Ability. Und jetzt, nach dem Drei-Phasen-Prinzip. Warten. Reaktionszeit weiter. Warten, Reaktionszeit weiter. Warten, Reaktionszeit weiter. Okay, den ersten haben wir geschafft. Okay. Warten. Reaktionszeit weiter. Reaktionszeit weiter. Und? Der letzte. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Reaktionszeit und weiter. Oh, Yasus Nedu. Okay, wir haben es geschafft. Okay, okay, okay. Und jetzt bringen wir das Mystik um. Bringen wir es einfach um. Oh, auch wenn du vielleicht nicht allzu schwer bist. Aber das, was du mir angetan hast durch deine scheiß pure Stage, das... LOL. Alter, ich... Alter! Ich konnte ihm nicht mal sagen, warum ich ihn nicht mag, da war er schon tot. Aber okay, was soll's. Aber ganz im Ernst, er war vielleicht schweinemäßig einfach, aber die Stage, die war zum Kotzen. Ich bin froh, dass ich jetzt durch bin. Wir haben jetzt nur noch Iceman und Fireman. Und ich weiß, Fireman ist böse schwer. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir als nächstes Iceman, die Ice Stage. Let's go! Im Moment, was hilft eigentlich gegen Eis? Ich glaube, aus irgendeinem Grund... war das Elektro, was gegen Eis geholfen hat. Und Eis hat gegen Feuer wiederum geholfen. Okay, da wären wir in der Eiswelt. Und da kommt schon ein komisches... Oh, was bist du denn für ein komisches Mistvieh? Hä, der kann sich verteilen und fliegen. Das ist nicht normal. Kumpel, damit würde ich ernsthaft mal zum... Oh nein. Wir rutschen und er kommt wieder. Kumpel, damit würde ich ernsthaft mal zum Arzt gehen, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Schnell, einfach weiter. Einfach weiter. Was ist das für ein Scheiß? Da ist noch einer. Moment, krieg ich den irgendwie kaputt? Mit Cut? Ich bin fast tot. Okay, so krieg ich ihn aber kaputt. Hä? Auch nur irgendwie nur manchmal. Alter, was ist das für ein asozialer Gegner? Was ist das für ein scheiß asozialer Respawner Gegner? Was ist das? Das ist irgendwie so ein grüner Kasper-Roboter. Ich bezeichne ihn einfach mal so als Kasper-Roboter. Verpiss dich bloß. Ey, wir haben hier die Dinge, die ich in Retro-Spielen am allermeisten hasse. Wasser und Eis. Und die haben wir hier auch noch kombiniert. Und Piranhas. Natürlich. Ne, Moment mal, das sind Pinguine, oder? Die sehen ehrlich gesagt aus wie diese komischen Bullet Bills. Aus der ersten Welt. Nur, dass sie hier unter Wasser propellern. Ja. Aber ich glaube, für diese Stage sieht es gerade nicht so toll aus. Ich habe ohnehin noch ein Leben und bin gerade kurz davor zu verrecken. Aber wir können zumindest auf diese Art und Weise mal eben auskundschaften, wie man diese Stage hier spielt. Okay, das ging schon mal. Jedes Mal, wenn wir einen töten, kommt ein neuer. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Ey, Capcom, ganz im Ernst, unter Vielfältigkeit. Versteht ihr hier sowas? Vielfältigkeit bei einem Spiel? Danke. Uah. Sag mal, wie viele von denen kommen denn? Ach ja, genau, das Wasser ist vorbei, aber die propellern danach in der Luft weiter. Das ist ja auch richtig logisch. Das ist ja total normal. Diese komischen Pinguin-Piranhas, die können nicht nur im Wasser propellern, nein, sie können auch fliegen. Sie sind so eine Allzweckwaffe gegen alles. Wahrscheinlich können sie auch Staubsaugen und die Fenster putzen. Ich will es gar nicht wissen, aber die Lebensenergie da unten, die hätte ich. Oh, Eis ist rutschig. Oh, Mickey, Eis ist rutschig. Oh, Eis ist so rutschig. Nochmal. Okay, ganz im Ernst. Ich will diesen Kasper loswerden. Was haben wir eigentlich gerade gekriegt? Nee, Moment, wir haben gerade Elektro gekriegt. Yes! Das fetzt total! Damit kann man diese Kasper besiegen. Ohne Witz, Alter. Wir kriegen dafür auch noch Waffenenergie. Und ein Leben. Wir haben drei... Wir haben vier Leben? Moment. Hä? Warum habe ich vier Leben? Moment, nach einem Game Over hat man wieder drei Leben. Beziehungsweise im Sinne von zwei werden angezeigt. Warum habe ich vier Leben? Was weiß ich, aber eine andere Frage. Warum stelle ich das in Frage?
Ihr könnt mich ja freuen, dass ich 4 Leben habe. Oder habe ich gerade durch diese Mistfiger tatsächlich 2 Leben gekriegt? Möglich ist es. Auf jeden Fall erhöht das drastisch unsere Chance, durch dieses Level durchzukommen. Hopp! Das Schöne ist hier, wir können durch Objekte durchschießen hier in diesem Mega Man-Teil oder allgemein in dem Mega Man-Spielen. Bedeutet, wenn ein Hindernis da ist und ein Gegner, der kann da durch, dann ist es nicht so, dass wir den Gegner nicht töten können, eher uns. Aber nein, wir können den Gegner auch töten. Das ist sehr gut. Auch wenn wir diese komischen... Was sind das? Sollen das Vögel darstellen? Sollen das Pinguine sein? Piranhas? Oder doch Bullet Bills? Keine Ahnung. Aber diese Viecher gehen mir echt so slightly auf den Sack. Oh. Danke. Jetzt einfach weg hier. Oh, Mann. Ganz im Ernst, ich spiele ja gerne Mario. Ich will den Mirror Beam gar nicht haben. Ich spiele ja gerne Mario, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch in Mario, ich hasse Eislevel. Für die, die meine LP schon länger gucken, die wissen das. Ich hasse Eislevel. Deswegen hasse ich Eislevel. Man macht einen Schritt und es passiert das hier. Man macht einen Schritt nach vorne, also einen Meter läuft man nach vorne und weitere 4 Meter slidet man nach vorne. Und wenn man Pech hat, ist man dann tot. Gehen wir weiter. Oder, lol. Oder passiert einfach mal das. Das war gerade auch nicht schlecht. Will ich da runter? Ich habe keine Wahl, ich rutsche da bereits runter. Okay, das Viech, das muss man glauben. Danke. Okay. Hier sind unsere geliebten Blöcke. Aber ich glaube ganz im Ernst, die Blöcke können mich mal. Ich werde... Wie würde es denn theoretisch gehen? Hier ist der erste. Von dem ersten muss ich auf den zweiten. Von dem zweiten auf den dritten. Und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Nee, darüber... Hä? Okay, so schwer ist das doch nicht. Vom ersten auf den zweiten. Vom zweiten auf den dritten. Hierhin. Hierhin. Und rüber. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Zum Glück rutscht man auf den Blöcken nicht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber Moment, das gleiche kommt hier nochmal, oder? Erstmal töte ich das Mistvieh hier. Lalalala. Moment mal, wie töte ich den? So. Genau. Ich glaube ganz im Ernst, das mache ich mir hier einfacher. Ich gehe auf diesen hier, benutze hier den Mirror Beam und gehe hoch. Danke. Gut. Hier ist ein Abgrund. Oh, die Dinger kenne ich. Schießende Plattform. Nee, ich glaube, da gehe ich auch nicht drauf. Ich glaube, da gehe ich nicht drauf. Ich glaube, ich mache das genau so. Und merke dann, dass... Scheiße. Oh, wow. Okay, das war mehr Glück als alles andere. Was mache ich jetzt? Nicht getroffen werden. Absolut nicht getroffen werden. Hopp! Okay, oh, okay, alles gut. Ist alles gut, ich lebe noch. Einfach weiter. Wo? Was, geht da noch weiter? Scheißegal, Mirror Beam. Ich habe keinen Bock, den Scheiß noch mal machen zu. Lol, müssen. Ja, auch noch Piranhas, natürlich. Alter. Holt doch direkt die ganzen Gegner von der Karte und... Ala! Oh! 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 Oh. Was? Warum fährst du nicht hoch, du Scheißding? Was? Warum fährt er nicht hoch? Warum fährt er erst jetzt hoch? Ich habe meinen Mund schon angespuckt. Und LOL! Fuck yo!